Servus Leute und willkommen zu Let's Play Monster Hunter Generations. Heute mit dabei Master Haku. Hallo! Ja, der Haku hilft mir hier ein bisschen bei den Key Quests. Und heute machen wir den Mitsutsune. Und ich bin mit meinem Kätzchen unterwegs. Das ist so süß. Ja, haut doch ziemlich rein, ne? Ja, ist schon Level 30 und ist eigentlich recht gut. Dann schauen wir mal, wie es jetzt läuft hier. So, das ist eine Portalesrüstung. Ja. Katzenrüstung fahren wir jetzt ja auch. Eigentlich nur einmal jagen und umtauschen und ja, fertig. Das ist ziemlich cool gemacht, ja, mit dem Rest umtauschen. Das ist auch relativ praktisch, wenn man einfach von Anfang des Spiels Katze spielt, dann muss man nicht irgendwie eine Rüstung fahren, dass man nicht explodiert, wenn dann irgendetwas Stärkeres trifft. Das heißt, du hast ja mal schnell eine Up-to-Date-Rüstung. So, jetzt sind alle bereit, dann starten wir mal. Die Randoms mussten jetzt, glaube ich, 10 Minuten auf uns warten. Sie sind geduldig, Guys. Schlecht, ja, ich bin alle drin geblieben. Deine hat gemeint, Guys, please. Aber jetzt sind wir soweit. Jo. Randoms. So, mal schauen, wo der Mitsutsune ist. Der ist da, wo die Rakien auch startet. Ah, okay. Ich kenne den Namen jetzt noch nicht auswendig, welche das war, aber... Ja, du weißt, wo es ist, ne? Ja. Hier bei dem Wasserfall-Dings da, keine Ahnung. Ja, da führt ich auch eine Abkürzung hin vom Wasser. Ah, finde ich eigentlich ein episches Monster. Auch die Rüstung ist richtig nice. Schon mal angeguckt? Nee, nicht wirklich. Da ist ein komischer Blasenskill drin. Wenn man ausweicht, kriegt man so Blasen und keine Ahnung. Ist das gut? Also nach dreimal ausweichen hast du dann Konstitution 1 und Ausweichen 1 und kannst dann auch durch große Teile vom Kampf halten. Und dazu hat das die Rüstung auch einen anderen Skill, der dir einen Attack auf Large-Sprung gibt, wenn du einen speziellen Status hast. Und ja, das wirkt damit. Heißt, technisch gesehen, ein Set, das dir 80% der Zeit Ausweichen 1, Konstitution 1 und Angriff Large gibt. Und da war noch irgendein anderer Skill. Ja, halber Hunger. Ja, jetzt sieht recht cool an, ja. Benutze ich auch als Gunner, wenn ich dann mal eine Heavy Bowgun benutze. Ich werde jetzt erstmal zu je Rang 7 die Key Quests machen und dann muss ich mal Farmen beginnen. Dann will ich als erstes einen Serigius Hammer aufleveln und keine Ahnung, vielleicht einen Serigius GS machen und so, keine Ahnung. Aber es dauert noch ein bisschen. So, Regios GS kann ich dir sagen, ist immer noch hart episch. Das ist. Ja, es ist noch immer eins der stärksten GS, ja. Und dieses vom. Das Digrex GS hat so den ziemlich besten Roshan. Und dieses. Wie heißt der? Clavinus. Dieses Variant Clavinus ist aber auch ziemlich gut, ne? Ich persönlich finde das, was ich hier benutze, relativ nice. Das ist Vulkanis. Ist. 3 Slots, 190 War, 15 Affinität und benutzbarer Schleim. Das ist sogar noch akzeptable blaue Schärfe. Ja, das ist das blaue Schärfe eben, ne? Mit weißer Schärfe macht natürlich deutlich mehr Schaden. Ja, aber dafür hat es halt 3 Slots und das findest du in diesem Spiel so verdammt selten. Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe gehört, die Kombination soll gut sein mit kritischer Hieb und kritischer Boost. Weil der kritische Boost erhöht dann, also du machst dann 1,4 mal mehr Schaden anstatt 1,25. Das heißt, du machst 40% mehr Schaden als 25, wie du bis jetzt gemacht hast. Und mit diesen zwei Skills in Kombination mit Fokus ist dann das Digrex GS am stärksten dabei. Laut einer Internetseite, die ich gefunden habe. Ja. Von den Roshan GS her. Da ist der Sprengschaden von diesem Clavinus GS aber nicht mit einberechnet. Eventuell könnte das besser sein. Man weiß es nicht. Kommt ja ganz drauf an, wenn du streng für Crit Wars gehst, ist es wahrscheinlich das Tiggy GS, aber wenn du auch so mal ein bisschen Kombos oder Gilde nimmst und dann halt noch diese drei Schlagkombos, würde ich sagen, ist es ausgeglichen. Was spielst du eigentlich jetzt GS für einen Style? Striker. Striker, ja, ich denke mir, Striker muss gut sein,
Du hast zwar nicht den Überkopfhieb, aber wenn du ihn nur Hit and Run machst, dann ist die Weiche, glaube ich, am besten, ne? Und du kannst die Hunter-Arts auch oft benutzen. Besonders, wie gesagt, halb dir die starke Charge fehlt, aber die benutzt du mit Critical Draw ja auch eigentlich. Ja, eben, ja. Sie benutzt gerne so gut nicht so viel. Sonst, ich hatte die anderen Styles auch mal ausgetestet. Ich kann definitiv sehen, dass Bushido einen Wert hat, nur. Ich habe bei der Demo habe ich ein bisschen mit Bushido GS gespielt, aber es ist ziemlich schwierig, die richtige Richtung zu laufen, und wenn dann da ein Spieler steht und du machst diesen Aufwärtshaken da, dann fliegen die alle durch die Lüfte. Das ist auch ein ganz, ganz kleines, okay, verdammt großes Problem bei den einen Hunter, das ich benutze, das nennt sich Ground Slash. Schon mal ausgetestet? Ah, bei der Demo, ja. Wo er so das Schwert so am Boden entlang schleift und dann so in die Luft, oder? Ich zeig dir gleich mal die Hitbox von der letzten Stufe. Okay. Ich sag nur so, eine Fastbombe L Plus wäre glücklich, wenn sie so eine Hitbox hätte. Okay. Du musst. Ich hatte schon Situationen, da habe ich den Kopf angegriffen von Ratiran und den Tail gecuttet. Okay. Das ist dann eine mega Rage. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber okay. Das einzige Problem bei den Hunter ist wirklich, die sehen, dass Leute fliegen. Du definierst das Wort Fliegen sogar neu. Weißt du, die. Das ist mein Ernst. Ich sag mal, neue Art Knockback. Klingt seltsam, aber die fliegen wirklich erst hoch, als wenn sie von Überkopf getroffen werden. Und dann, als wenn sie in der Luft gejagt wurden. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, bei der vorigen Quest oder bei der zwei Quests davor hast du vielleicht den schon mal benutzt, weil da bin ich so komisch durch die Luft geflogen. Kann das sein? Ja, hier mache ich jetzt mal einen Tail einfach. Du siehst, du stehst da. Ich hab's gesehen. Das ist leicht bescheuert. Ich habe schon teilweise Leute getroffen, die nicht auf meinem Screen waren. Also, es ist nervig, aber es ist richtig nice einzusetzen. Besonders, weil das relativ stark ist. Und brauchst nur Medium zu chargen. Dann. Und jetzt ist er tot. Boah. Okay. Genau, die Brimmsterne-Charge oder wie sie hieß. Ready, aber die ist ein ganz bisschen schwierig einzusetzen. Weißt du, kannst du als Konter nehmen? Problem ist, ich meine sogar Schaden, den du dann nimmst, wird erhöht während der Attacke. So. Ich bin mir jetzt ganz sicher, aber sonst. Was auch nice bei Striker ist, diese Charge dauert nur 5 Sekunden anstelle von 10. Ist etwas einfach einzusetzen. Ist der wenigstens stark, ja, oder? Den kannst du nur machen, wenn das Monster irgendwie am Boden liegt oder so. Also wie gesagt, das kannst du am besten benutzen, wenn es liegt, aber auch als Konterangriff. Heißt, nehmen wir an, das Monster schreit, kannst du dir vorstellen, einsetzen. Ach so, das kann dich nicht staggern, oder? Nee, genau, habe ich gelesen. Das Einzige, was dich davon abhält, die Attacke zu beenden, ist ein Feint. Okay. Ja, das war die Quest. Jetzt schauen wir noch, was wir hier für Lot bekommen. Ich kann ja alles gebrauchen, ich habe noch nichts. Zum habe ich, wie gesagt, schon relativ viel gefarmt. Teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig. Einfach nur, ich hatte das Spiel so von meinen Kollegen als allererstes. War zuallererst durch und dann durfte ich für jeden nochmal Jürgens machen. So Leute, das war's jetzt mit dieser Quest. Und wir verabschieden uns. Macht's gut, ciao. Tschüss.